So, einen wunderschönen guten Morgen! Ich begrüße alle ganz herzlich zum guten Morgen Börse gemeinsam mit XCB. Heute ist Montag, der 9. Oktober 2023, und gemeinsam wollen wir einen Blick auf die Märkte uns gönnen. Natürlich die jüngsten Entwicklungen einordnen, nicht nur, man möchte fast sagen leider in Bezug auf die Non-Farm Payrolls, sondern natürlich auch im Hinblick auf das, was wir aktuell in Israel zu sehen bekommen beziehungsweise Was der ein oder andere eventuell mitbekommen haben wird. Die Entwicklung dort, die dann auch entsprechend zu einem kurzen ja, Gap Down, also Gap Down hält sich noch in Grenzen, ehrlich gesprochen in Bezug auf die Equities insgesamt, sei es in Bezug auf den Dax oder auch jetzt in Bezug sich herauskristallisierend auf die Wall Street, S&P 500 bzw. den ETF den Spider oder auch die Qs, den Nasdaq 100 ETF oder auch das Gap Up auf der Oberseite, sei es in Gold oder beispielsweise WTI zu sehen bekommen, was es damit auf sich hat beziehungsweise wie das einzuordnen ist, dazu in den folgenden Minuten mehr meiner Einschätzung, bevor wir offiziell starten allerdings. Zunächst der Blick auf den Risikohinweis. Division und CFD sind komplexe Handelsinstrumente. Die werden auf Margin gehandelt und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Sind ausgehend hiervon nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor man mit dem Handel beginnt, erstelle mal bitte sein persönliches Risikoprofil und oder lasse ein solches erstellen von einem unabhängigen Finanzberater. Lade sich dann auf xdbcom de kostenlos eine Demo herunter, teste den Handel risikofrei, schaue, ob der Handel mit diesem Produkt sich für einen eignet. Und sofern man das für sich mit Ja beantworten kann, hat man auch die Möglichkeit, ein live konto zu öffnen. Diesbezüglich alle Informationen für findet ihr auf xdbcom Thank you Darüber hinausgehend auch der Hinweis an dieser Stelle bitte nichts als Anlageempfehlung missverstehen. Es handelt sich um ein rein edukatives, rein informatives Event. Ihr könnt gerne eure Fragen stellen in der Kommentarfunktion unterhalb des Videos, aber bitte wie gesagt nichts als Anlageempfehlung missverstehen. Kurz die Kontaktdetails für XDB im neuen Berliner Büro, einmal Telefonnummer bzw. E-Mail-Adresse. XDB als Broker kurz vorgestellt, bester CFD-Broker Jahres 2023, die Runden dazu geführt haben, einmal hier aufgelistet. Darüber hinausgehend natürlich die X Station, wo ich empfehlen würde sich mal einen näheren Blick zu gönnen und dann wollen wir uns hier einen Blick gönnen auf die aktuellen Entwicklungen, die wir zu sehen bekommen. Ich habe hier den Dax einmal auf Stundenbasis auf. Wir werden heute mal ein buntes Allerlei machen. Wir werden all durch alle Märkte durchgehen, möglichst schnell, grob. Es wird nicht umfassend sein, aber wir wollen anfangen zunächst einmal mit den Entwicklungen rund um ähm, Freitag und die Non-Farm Payrolls, die veröffentlicht worden sind, bezug auf den Dax. Wir sehen initialer Flash tiefer. Dann ein Bounce, Halten, höheres Tief, eine scharfe Rallye. Ähm, die ging Hand in Hand mit ebenfalls einer scharfen Rallye. Wir gehen gleich mal hier auf ähm, diesen Spider an dieser Stelle, auf 30 Minuten Basis. Hier mit einem Gap Down eröffnet. Der bildet ja die reine Kasse ab an dieser Stelle. Dann folgend mit scharfen Aufschlägen, die uns geführt haben in den Bereich hier dieser Hochs, die wir ausgebildet hatten. Wir erinnern uns dran, Ende September. Da gab es diese kurze Bodenbildungstendenz. Ähm, in diesem Bereich sind wir vorgestoßen. Ähm, um, und haben ihn nicht überwinden können. Das sah in den Queues im Tech-Bereich sah das ein bisschen anders aus, auch hier auf 30 Minuten Basis. Da haben wir ebenfalls kurz in den Flash Tiefer gesehen, aber schon deutlich höhere Tiefs gehalten. Tech-Bereich ja grundsätzlich hatte sich auch schon relativ stark präsentiert und dann eben der Break unten Schluss deutlich oberhalb dieser hier, dieser Hochs. Wir sehen jetzt, das ist wie gesagt, die Kasse abbilden, deswegen sehen wir nicht, wo wir da jetzt in der Vorbörse am, am handeln sind, aber wir sehen jetzt im US-amerikanischen Markt, wir handeln inmitten der Handelsspanne des Vortags unterhalb dieser ausgebildeten Hochs bzw. Hier sehen wir im Hinblick auf den NASDAQ ähm, 100 beispielsweise ein Gap zurück in diese Kerze hinein. Man kann hier bereits eine blaufarbene Linie erkennen. Das ist ähm, ziemlich genau diese Region, korrespondierend hier mit, den, ähm, mit der 362 ungefähr, oberhalb der ich ähm, den NASDAQ handeln wollen sehen würde, um ihn von der Long-Seite weiter zu sehen. Und ähm, so, jetzt wollen wir ganz kurz, wie gesagt, Sinn dahinter bringen oder eine Einschätzung bringen. Grundsätzlich. Hauptinitiator. Erstmal, für die Price Action ähm, am Freitag war ein überraschend starker Arbeitsmarktbericht. Normalerweise steuern wir ja hier den Kalender an ähm, und jetzt haben wir nur das Problem, gestern war Sonntag, also insofern gibt es ja keine News, deswegen müssen wir uns einer anderen Quelle bedienen, um hier ganz kurz einen Blick zu bekommen in Bezug auf die... Um, Non-Farm Payrolls, da gehen wir zu Trading Economics. Wir sehen, die sind veröffentlicht worden mit 336.000 neu geschaffener Stellen ex agrar. Sieht erstmal mega crushing aus, besonders vor dem Hintergrund, dass die ADP-Zahlen letzte Woche am Mittwoch unter der Erwartung reingekommen sind und um, wir eigentlich die Erwartung auch ganz klar hatten, dass wir auch eine Enttäuschung mit den Non-Farm Payrolls uns gegenüber sehen. Das Spannende war jetzt eben, dass diese Zahlen dann so stark veröffentlicht werden. Sie erklären auch die initial bärische Reaktion. Nochmal ganz kurz hier, blickend beispielsweise, sei es auf den Nasdaq oder sei es eben in dem Fall hier so gap Down oder auf den SP beispielsweise, dieser kurze initiale Flash auf der Unterseite. Warum? Nun, es macht wahrscheinlicher, dass die US-Notenbank geldpolitisch sich doch länger als erwartet restriktiv präsentiert, beziehungsweise im Gesamtkontext mit den anziehenden Zinsen, die ein Haupt. Anteil daran hatten an der jüngsten Bearishness, das ist jetzt hier der SP 500, ähm, die Indikation auf den Future und die Bearishness, die wir zu sehen bekommen haben die letzten Tage, der Hauptgrund dafür waren einfach die stark angestiegenen Zinsen. Du siehst starke Arbeitsmarktzahlen auf den ersten Blick und siehst dann infolgedessen einen Spike in Zinsen auf der Oberseite, aber wir sehen dann eben auch ein scharfes Reversal, welches hier zu einem sehr, sehr starken Schluss auch im S&P noch mal stärker im beispielsweise Nasdaq führt oder beispielsweise eben auch im DAX führt und jetzt natürlich die Frage warum reagieren wir so stark auf diese Arbeitsmarktzahlen die doch eigentlich positiv, also positiv für die US-Konjunktur aber demnach negativ für Equity sind weil sie den Leitzins länger höher als erwartet lassen das hat meiner Einschätzung nach damit zu tun weil das nur auf den ersten Blick ein starker Print ist wenn wir nämlich mal uns ein bisschen detaillierter uns anschauen Zero rap zum Beispiel der abbricht das dann immer gleich runter ich stelle hier beispielsweise heraus, Vollzeitstellen minus 22.000, Part-Time, also Teilzeitstellen plus 151. Das bedeutet etwas anders formuliert, man hat viele Teilzeitstellen geschaffen, aber nicht Vollzeitstellen, was wiederum kein Zeichen für eine wirklich starke US-Konjunktur an der Stelle ist. Das wird hier nochmal ein bisschen detaillierter auf, ähm, bearbeitet von Viraj Patel an der Stelle. Ähm, der hier, ich habe das mal dann über, über X habe ich das übersetzt hier mit dem, mit dem, mit dem, mit dem, ähm, mit dem über Übersetzungstool, was da integriert ist, Google Translator. Ich frage mich, inwieweit der Anstieg der Lohn und bla, bla 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 und stellt dann hier eben daraus, die, die unbereinigte Zahl der Beschäftigten im privaten Sektor betrug minus 399.000. Also langer kurze, und kurzer Sinn, bei genauerer Betrachtung stellst du fest, das war überhaupt kein starker Print, ehrlich gesagt, vom Arbeitsmarkt. Und das erklärt dann auch an dieser Stelle, warum sich zum Beispiel im Hinblick auf, den Fat, auf das Fat-Watch-Tool, den Terminmarkt, keinerlei Spekulation oder dergleichen ähm, angeschlossen hat, ähm, dass es jetzt länger als erwartet ein hohes, hohes Leistungsniveau geben wird und das wiederum erklärt dann unterm Strich, wo die Bullishness herkommt. Haben, die bullische Reaktion. Jetzt wird es dann übers Wochenende eben ähm, ja, dramatisch bzw. grausam, möchte man, möchte man an der Stelle vielleicht sagen, ähm, mit eben ähm, dem Überfall der Hamas auf Israel. Ähm, und an dieser Stelle sehen wir jetzt infolge der steigenden Risikoaversion ein entsprechendes Gap-Down, ähm, was den DAX unter die bis dato in dem asiatischen Handel hier ausgebildeten Tiefs führt, inmitten dieser Rally von Freitag, der jetzt auch natürlich dann europäische Indizes, beispielsweise den SP oder auch den NASDAQ unter Druck bringt, oder beispielsweise Gold entsprechend stark bullisch performen lässt, hier mit diesem Gap-Up, welches bis dato auch keine Anstalten äh, gesehen hat, irgendwie geschlossen zu werden, nach diesem scharfen Reversal auf Gold mit der Price-Action kurzer Flash aus der Range raus, in die Range zurückgelaufen. Auf einen Close im Bereich um und dann natürlich das Gap-Up, folgend eben auf die Entwicklung übers Wochenende ähm, in Israel. Und ähm die Spekulation, die dem zugrunde liegt, meiner Einschätzung nach. Und weswegen ich sehr vorsichtig wäre jetzt im Hinblick auf einen zu bärischen Bias. Also grundsätzlich könnte man dahin gehen, dass man sagt: Nun, das ist nie positiv, Kriegsausbruch oder in irgendeiner Form. Wir erinnern uns dran, wo standen wir 2022? Und wir haben sich die Abschläge damals hier bemerkt, gemacht, auch im Nasdaq damals bemerkbar gemacht. Wir wollen mal ganz kurz zurückgehen. Das Jahr 2022 sowieso ein Bärenmarkt, aber die Entwicklungen, die wir hier zu sehen bekommen haben, damals dann mit der Invasion ähm, der Ukraine durch Russland, das war schon in einen schwachen Jahresstart hinein, nochmal zusätzlich Öl ins Feuer gießend mit entsprechender Bearishness ähm, versehen. Das, was ich jetzt hier in dieser Konstellation allerdings ähm, berücksichtigen wollen würde, ist, wir haben schon einen verhältnismäßig sehr restriktiven geldpolitischen Kurs. Und wenn man sich darüber hinausgehend, auch ohne da jetzt zu sehr in die Details zu gehen, und ich kann sowieso nicht in die Details gehen, weil dafür bin ich nicht tief genug drin in der Materie, aber ähm, ich würde sagen, die Konstellation, die sich herauskristallisiert, macht es sehr wahrscheinlich, dass es wenigstens eine Unterstützung der USA, Israels, aber auch Saudi-Arabiens gibt, durch den potenziellen Eingriff des Irans wiederum ähm, in, in diesen Krieg, der dort jetzt ähm, ausbricht. Aber auch darüber hinausgehend, ähm, oder beziehungsweise in Ergänzung, also dieser, 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 diese Unterstützung, die muss finanziert werden. Und ähm, diese Finanzierung und wird sehr wahrscheinlich durch einen geldpolitisch lockeren Kurs der US-Notenbank dann finanziert werden müssen. Und genau diese Entwicklung ist es, die potenziell eher bullish für Equities wäre. Also, das bedeutet, dieses jetzt grob als, 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 als Basis für meine These erstmal ähm, hingenommen. Ich bin bullisch für Equities ausgehend von meiner Erwartung, dass die US-Regierung (Querstrich die Fed) auf ein solches Hilfspaket, welches sehr wahrscheinlich verabschiedet wird, dann entsprechend mit einem auch eher geldpolitisch lockeren Kurs ähm, ähm, wird reagieren müssen. Und das ist etwas, was ich grundsätzlich als bullisch erachten würde für Equities, was dann in dem Zusammenhang eben dazu führt, dass ich beispielsweise den aktuellen Flash, der jetzt hier uns im DAX unter diese Tiefs aus dem asiatischen Handel geführt hat, nicht zwangsläufig nachhaltig ist. Also ich bin ehrlich gesagt überrascht, dass wir jetzt ähm, kurz nach der Kasseeröffnung diese Attacke zu sehen bekommen und deutlich darunter fallen und nicht sofort nur reinstechen und einen Bounce zu sehen bekommen. Aber ich wäre im Hinblick auf ähm, den grundsätzlich weiteren bärischen Verlauf sehr, sehr vorsichtig. kann mir sehr gut vorstellen, dass eher früher als später sich ähm, hier Käufer finden dürften, die uns zurücktreiben, auch wenn ich unterhalb des EMA 50 auf 5-Minuten-Basis weder im DAX Long sein möchte, als beispielsweise auch hier im Hinblick auf den Spider oder auch auf den auf die Queues erstmal abwarten wollen würde, ob wir in der Lage sind. Auf den, auf, den, auf den Spider bezogen, ob wir hier in der Lage sind, über die 4,30 zu laufen, oberhalb der 5-Tage-Linie zu halten, beziehungsweise, ob wir in der Lage sind, oberhalb hier, nach einem kurzen Flash drunter, das sieht erstmal danach aus, als wenn wir drunter eröffnen, aber dass wir dann unterhalb ähm, nicht halten, sondern zurückgehen über die 3,62, oberhalb der 5-Tage-Linie halten, das wären grundsätzlich zunehmend Indizien, dass wir auf der Unterseite in Equities erstmal fertig sind, weitere Bullishness zu erwarten haben. Bezug auf Gold, ähm, da Bin ich mir noch ein bisschen unschlüssig, ehrlich gesagt. Wir haben jetzt heute früh hier in Scheitern gesehen um 8,55. Ich würde sagen, das war ja auch so eine Zielregion. Also, ich meine, ich hatte jetzt keine Eskalation ähm, irgendwie mit der Hamas und, und Israel auf dem Schirm über das Wochenende. Aber das Szenario, was ich hier skizziert hatte, war, dass ich sagte, wenn wir solch ein Szenario sehen, kurz rausflaschen aus der Range, aber dann aus der doch auf der Oberseite ausbrechen, was wir jetzt zu sehen bekommen, könnte das sein, dass das der Wegbereiter für einen Bounce ist, der uns Richtung 8,60, 8,70 eventuell führt. Wir sehen jetzt hier, wir haben schon im Bereich um 855 Schwierigkeiten nicht auszuschließen, dass wir den teilweise einen gap plus wenigstens zu sehen bekommen. Wenn wir den nicht zu sehen bekommen, also wenn wir dieses Gap komplett halten und über die 855, 860 laufen, dann wäre vielleicht sogar über 870 sogar noch ein Lauf bis 880 ungefähr denkbar. Aber auch in Gold wäre ich ähm, aktuell einerseits ungerne Short, aber nichtsdestotrotz willst du vor dem Hintergrund dieses leichten Top-Outs in diesen Gefilden erstmal auch klar sehen, dass wir diese Hochs in der Lage sind rauszunehmen. So, soweit meinerseits die Einschätzung. Und ähm, morgen gibt es mehr. Happy Trading. Passt auf die Stops auf. Habt euch wohl. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss.